Heizen mit Holz kann und soll einfach sein, wenn man nur die Technik versteht. Unsere Intention ist es, dass die Bewohner des Hauses Herr über die Technik sind. Und unser Touch-Display macht dies möglich. Eine Bedienungseinheit, die sich selbst erklärt. Der Dialog beginnt schon vor dem Einheizen. Nur beim Einfüllen ist noch Handarbeit gefordert. Wenn der Füllraum mit Holzscheiten aufgefüllt ist, steht der Kessel auf Standby und kann jederzeit gestartet werden. Die Zündung erfolgt automatisch. Ab jetzt kann man den Kessel sich selbst überlassen oder die Abläufe am Display beobachten. Als erstes wird sich das Heizwasser im Heizkessel auf die richtige Temperatur bringen. Dann wird Heizwasser zum Pufferspeicher geschickt. Der Kessel liefert so 6 bis 9 Stunden Volllast, je nach Holzsortiment. Ist dieser Zyklus vorbei, kann erneut neues Scheitholz eingefüllt werden. Aber erst wenn der Schließmechanismus aus Sicherheitsgründen die Türe freigeben kann. Der Füllraum kann nun wieder mit Scheitholz bestückt werden. In der Zwischenzeit überbrückt der Pufferspeicher die weitere Wärmeversorgung. Der Scheitholzkessel erreicht jetzt wieder seine Leistung und beschickt erneut den Pufferspeicher. Das geht so lange, solange Holzgas aus dem Scheitholz erzeugt werden kann. Das Touch-Display liefert jedoch noch weit mehr. Es erlaubt, sich jederzeit einen Einblick zu verschaffen, was der Kessel leistet und in den vergangenen Stunden geleistet hat. Leistungsverläufe, Abgaswerte, Temperaturwerte und so weiter. Integriert in eine Einheit mit der Brunner Heizzentrale bildet der Scheitholzkessel ein perfektes System. Natürlich speichert die Software alle möglichen Informationen, betriebliche Daten oder Service-Routinen. Und wie schon eingangs erwähnt, Heizen mit Holz kann einfach sein, wenn man gezeigt bekommt und dann verstehen lernt, was läuft. Das, denken wir, haben wir mit unserem Display sehr gut erreicht.